Ich habe bei Rossmann bestellt. Ich selbst habe keinen Rossmann vor Ort. Ich habe seit diesem Jahr kein Auto mehr und ich kann nicht mehr schnell zu einem fahren. Bin oft zu faul dafür. Also bestelle ich, nutze ich das wirklich, die Bestellung. Und ich habe für 70 Euro tatsächlich bestellt. Es ist echt einiges drin. Und was ich bestellt habe, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute habe ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar sind hier einige Produkte dabei, die in der Review-Woche Anfang Dezember stattfinden würden. Und du kannst da wirklich abstimmen. Geh dazu in den Community-Tab und mach bei den zwei Abstimmungen mit. Es sind zwei Abstimmungen, du kannst zwei Stimmen demnach abgeben, welche Produkte du wirklich in der Review-Woche sehen möchtest. Haben sieben Produkte wieder Platz und die letzte Review-Woche, die ist ja richtig gut gelaufen. Also stimmt da gerne ab. So, und dann zeige ich euch jetzt die Produkte. Es ist tatsächlich auch ein bisschen, das heißt ein bisschen, zwei Food-Sachen sind dabei. Solche Sachen bespreche ich auf meinem Zweitkanal, Minimalistisch, Intuitiv, Vegan, falls du den noch nicht kennst. Und ja, ach, also. Agavendicksaft kaufe ich nicht, weil es gesünder ist, sondern weil es geschickter ist. Weswegen ist es geschickter? Es ist halt ein Sirup und wenn du irgendwie Salatsoßen oder sonst irgendwie was machst, dann hast du halt gleich die flüssige Variante. Und ich mag das von der Süße her ganz gerne. Also es hat keinerlei Vorteile. Ich weiß noch früher in der Vegan for Fit Challenge, die wir gemacht haben. Oder was heißt wir? Es haben sehr viele gemacht, da war das ein Hauptbestandteil. Und da hieß es noch, ja, voll gut und so. Heute weiß man ein bisschen mehr. Also, das ist auch nicht wirklich vorteilhaft, ne? Wenn du ein bisschen auf dein Gewicht achten möchtest oder so. Also, es hat sich für mich halt etabliert in der Küche und es wird immer wieder gekauft. Und das von Ena Bio ist halt sehr günstig. Was ich probieren möchte, ich kaufe ja eigentlich immer das Veggie-Hack von DM. Das ist Erbse und Jackfruit. Hier haben wir jetzt Sonnenblumenhack. Ich kenne das gar nicht. Falls ihr damit Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. So, wir legen los. Und ich bestelle viele Sachen. Bei Rossmann, also ich habe so Standardprodukte, die ich bei Rossmann immer wieder kaufe. Eins davon sind die Zahnbürsten, die Holzzahnbürsten von Altera. Die mag ich tatsächlich wirklich, wirklich gerne. Und Zahnbürsten kann man ja echt eigentlich immer gebrauchen. Ich glaube, eine kostet so grob. Ich habe jetzt natürlich keinen Preis im Kopf. Ich glaube, eine kostet grob 1,50 oder so. Ich weiß nicht. Dann durfte mit das Age Performance Serum kann ich echt krass empfehlen. Ich mag das besonders auch auf der Kopfhaut tatsächlich. Das funktioniert bei mir tatsächlich echt mega gut auf der Kopfhaut. Und seit ich das festgestellt habe, geht natürlich mein Fläschchen auch ein bisschen schneller leer. Also muss wieder ein neues her. Das kostet grob um die 4 oder 5 Euro, weiß nicht aus. Wenn jetzt kommt was Teures. No hat was Neues rausgebracht. Das gibt es bis jetzt nur online. Ich weiß nicht, ob es schon im Laden angekommen ist. Ich glaube nicht. Das ist eine Creme mit 5 Ceramide. Da weiß ich schon, die hat sehr viel Stimmen bei der Abstimmung bekommen. Hat grob 17 Euro gekostet, 16,95 oder so, ist relativ teuer. Aber die werde ich testen. Also werde ich gucken, ob die sich wirklich lohnt und ob die sich auch für. Also ich habe ja eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht und ob das auch da funktioniert. Also ich weiß, wie immer von der Shenya, die bei mir auf dem Discord-Server ist, die kommt damit zurecht. Ich bin gespannt, ob ich damit zurechtkomme und was ich dazu sage. Dann der Sache, die ich auch schon gehabt habe, das ist dieses Isana Med Serum, beruhigendes Intensivserum. Das fand ich mega gut. Deswegen habe ich es mir jetzt auch nochmal geholt. Es gibt nicht viele Produkte, gerade in der Skincare, die ich mir nochmal kaufe, aber das ist eins davon. Und
Und das ist eins davon. Die, da kann man sich das echt überlegen. Ne? Dann, was ich auch nicht probiert habe, ist das BHA-Peeling-Konzentrat. Das ist in der Abstimmung jetzt nicht so gut dabei, weil das vermutlich nicht ganz so viel kann, vermute ich. Weil schon einige mit Erfahrungen gemacht haben. Ich denke nicht, dass es an das Produkt von Leon rankommt. Von O. Absolut nicht. Aber ich wollte es mir jetzt mal angucken und vielleicht komme ich ja einigermaßen mit der Formulierung zurecht. Ein Shampoo, was ich mir schon ein bisschen länger jetzt holen wollte, ist das hier. Ich bin ein Ceramid-Fan, kann man sagen. Und hier sind Ceramide drin. Ceramid-Komplex. Also, weil meine Kopfhaut, ich sag's ja immer wieder, ich habe eine inzwischen sehr schnell fettende Kopfhaut. Und meine Hautärztin sagt aber immer zu mir, jeden Tag waschen ist die absolute Katastrophe. Also muss ich gucken, wie ich meine Haut auf dem Kopf in den Griff kriege und wie ich mehr Feuchtigkeit auf die Kopfhaut kriege. Und zum einen würde ich da halt einfach mit Ceraminen ein bisschen rumexperimentieren. Hier ist halt das Problem, es ist beduftet. Es ist zwar nicht stark beduftet, aber es ist beduftet. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Thema Kopfhaut. Salt House tut es mehr Anti-Juckreiz Kopfhautfluid. An dem gibt es auch mehrere Haken. Also ich habe mir die Inhaltsstoffe angeguckt. Ich bin jetzt kein absoluter Fachmann in Sachen Inhaltsstoffen, aber bei solchen Produkten ist immer das Problem, entweder werden Duftstoffe verarbeitet oder es wird als Alkohol verarbeitet. Hier ist beides enthalten, der Alkohol steht aber ein bisschen weiter unten. Es ist halt immer kontraproduktiv, in Produkte, die eben Feuchtigkeit in die Kopfhaut reinbringen sollen, Alkohol reinzumachen. Ist halt die Frage, ob das jetzt bei mir extrem triggert oder ob das funktioniert. Wir probieren es aus. Das werde ich in der Review-Woche, außer es wird jetzt wirklich tatsächlich abgewählt, das werde ich in der Review-Woche vorstellen. Finde ich super spannend. So Produkte habe ich noch nie vorgestellt. Da werde ich jetzt mal ein bisschen rumexperimentieren. Ein Produkt, was ich auch mit einem anderen vergleichen möchte, nämlich das Isana pflegende Reinigungsöl mit dem milden Reinigungsöl von Isana. Also davon habe ich auch schon Gutes gehört. Ich kaufe mir ja meistens immer das von Balea. Ihr wisst ja, ich habe keinen Rossmann vor Ort. Da habe ich mal zwei Öle, die ich ein bisschen nutzen kann. Ich mag Reinigungsöl am Abend richtig gerne. Damit löse ich meinen Sonnenschutz. Nur Öl funktioniert bei mir. Nicht bei jeder Haut ist es gleich. Du musst immer so ein bisschen auf die Befindlichkeiten deiner Haut achten. Es gibt Menschen, die kriegen das nicht mehr hundertprozentig runter. Die müssen double cleansen. Aber wenn du das nicht musst, dann mach's nicht. Weil jedes Mal mehr waschen für die Haut einfach schlechter ist. Ne? Also je mehr du deine Haut da ein bisschen reizt, desto schlechter. Bei mir funktioniert das, wie gesagt, mit Ölreinigung am Abend. Ich muss dann nicht doppelglänzen. Wenn ich doppelglänze, das mache ich auch, aber das mache ich dann mit einem Bambustuch, wenn ich geschminkt war. Da reicht mir das nicht nur mit dem Öl. Das finde ich dann selber ein bisschen wenig. Dann gehe ich tatsächlich mit einem Tuch drüber und nehme es mit einem Tuch ab. Ne? Also, wenn ich nicht geschminkt bin, ganz normal. Wenn ich geschminkt war, wird es Double Cleanse-mäßig mit einem Tuch runtergenommen. Und die zwei werde ich miteinander vergleichen. Die haben das Gleiche gekostet. Und was ich gut finde, das hat das jetzt immer so ganz komisch nach Petz Himbeere gerochen und hätte Rose sein sollen. Und der Duft hat mich halt einfach gestört. Der hat mich immer irritiert. Und da bin ich jetzt gespannt so ein bisschen. Jetzt haben wir noch eine Creme, die ich testen möchte. Und zwar die Baby Dream Creme. Von der habe ich auch schon mega Gutes gehört. Und momentan ist es bei mir so, ich habe gerade cremetechnisch bin ich gerade am Aufbrauchen. Und ich bin gespannt, was die hier kann. Ich will noch ein bisschen aufbrauchen, bis ich die aufmache. Ich habe echt zugeschlagen hier.
Habe ich davon echt zwei genommen? Ach du Scheiße. Okay, davon habe ich zwei genommen. Das war keine Absicht. Das ist eigentlich Standard-Shampoo von mir. Ich mag das. Da sind Sulfate aber drin. Das von DM ist auch super gut. Sodium-Laurel-Sulfat ist hier drin. Meine Haare und meine Kopfhaut mögen es, wenn sie ab und zu mal mit was Stärkerem gewaschen werden. Für mich funktioniert das, dass ich zwei gleich gekauft habe, war ein Versehen. War wirklich ein Versehen, aber okay, gut, dann haben wir da jetzt was in der Reserve. Dann habe ich mir nachgekauft den Isana Pure Toner, weil ich den echt gut finde. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich damit so zurechtkomme, dass ich es mir nochmal hole. Weil jedes Produkt, was ich mir nochmal kaufe, nimmt so ein bisschen auch den Platz zum Experimentieren, wenn ihr mich versteht. Aber momentan gibt es für mich keine Toner, die ich so interessant finde. Und das ist der halt. Weil der hat für mich halt echt gewonnen. Niacinamid, Glycerin drin. I like it. Die Zahncreme, von der ich schon öfters gesprochen habe, weil sie nach Eisbonbon schmeckt. Und wenn ihr ein Kind wart, das Eisbonbon geliebt hat. Ich habe schon länger keine Eisbonbons mehr gelutscht. Aber ich habe die als Kind echt geliebt. Der wird da echt mega happy mit. Am Anfang war die noch ein bisschen anders. Da war die noch ein bisschen stärker. Also da hast du richtig schön auch so ein frisches Gefühl im Mund gehabt, relativ lange, aber das hast du jetzt leider nicht mehr. Aber ich habe mich halt einfach auch dran gewöhnt, aber die kaufe ich mir echt immer wieder und die kann ich euch empfehlen. Kostet ein bisschen mehr als die typische Standard-Zahncreme, aber die ist vom Geschmack her richtig gut. Dann habe ich mir von Sanozon das Sonnenfluid Sensitive geholt. Ich habe keine Ahnung, wo da der Unterschied zu dem blauen ist. Außer dem Preis. Der Preis ist ein bisschen günstiger als zu der blauen. Es ist so, die Sanozon-Produkte sind okay, sie machen ihren Job, aber sie performen auf meiner Haut nicht hundertprozentig gut. Also okay, passt. Ich kann mir halt nicht immer das Produkt von No kaufen, weil das kostet halt auch um die 16 Euro. Und hier haben wir um die 4 oder 5, eher 5 glaube ich, ne? Und das macht halt dann schon einen Unterschied, da ich mich jeden Tag eincreme. Und ja, zu der kann ich echt nicht viel sagen. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, keine Ahnung. Und dann haben wir hier noch Anti-Stress-Serum mit Panthenol und Squalan. Also auch das ist in der Abstimmung mit dabei. Du guckst dir die Abstimmung auf jeden Fall mal an, welche Produkte ich in der Review-Woche vorstellen soll. Weil jetzt hätte ich dann sozusagen noch meine 4 Wochen, die ich sehr wirklich durchtesten könnte, die Produkte. Und dann könnten wir starten mit der Produktion. Und das ist eins der Produkte. Ich bin gespannt, ob ich damit klarkomme. Ich teste gerade auch dieses Produkt von Balea. Das mag ich echt gerne, da ist auch ein Ceramid drin und das würde ich tatsächlich auch vorstellen. Ne? Also es sind ein paar Produkte, die ich da zur Auswahl, ich glaube 9 Produkte habe ich zur Auswahl gestellt und 7 kommen natürlich in der Review-Woche dran. So, tatsächlich 70 Euro ausgegeben, ein bisschen was ist tatsächlich, ich gebe sonst nie so viel auf einmal aus. Naja, ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.